Wie abgekackt. Ich hasse den Internetstick. Ach ja. Ich bin gleich wieder drinnen, ne? Wenn ich wieder rumballer, sag Bescheid. Hatte Schelle abbekommen? Ja, 3 Stück oder 4. Ja. Ich bin tot. Ich kann ja nichts sehen, ich bin rausgeflogen. Internet hat sich verabschiedet für 2 Sekunden. Oh mein Gott! Fuck you! Fuck you! Da ziehen erstmal 4 Schiffe auf mich! Und die Enemy hat echt so einen guten Tarnwert? Wow. Ja. Kick, Nebel! Ich komme! 8,8. Weil Edinburgh dann schon dieses Dingsignal drin hat, also das Modul drin haben, kommt die auch auf unter 10 Kilometer, glaube ich. Nebel! Oh, die Iowa schießt HE. Es sind 10! Ich bin tot. Du scheiß verfickte Edinburgh! Ja, die Scheiße. Komm her! Aus dir mache ich Schnitzel! Und schon wieder weg ist die. Oh, eine Takao. Schön, dass immer die Kreuzer spotten müssen. Ist ja auch schon mal aufgefallen, irgendwie. Ich bin tot. Und die C23 ist bei D. Die ist von hier dahin gefahren. Weil unsere Jumbo dort verreckt ist. Ach so. Ich spotte ein bisschen Kick. Mhm. Auch wenn ich dafür sterbe. Ohne Schaden gemacht zu haben. Sie scheint sowohl wie die Edinburgh wieder genebelt zu haben. Edinburgh hat nicht genebelt. Ne? Also auf der Map ist kein Nebel. Weil die müsste mich eigentlich sehen. Dann ist sie dann wieder im Berg. Ja! Die Atago hat einen besseren Wert als ich! Atago kommt auf. Ja, aber. 1. Wieso kann ich die nicht sehen? Die war kurz offen, ne? Die entdeckt mich, aber ich sie nicht. Auch schön, wenn unsere BBs mal nach vorne kommen würden, langsam. Mhm. Weil wir halten hier nicht lange durch als Kreuzer. Ja. Krieg sie dich zurück, das halten wir nicht aus. Der fährt einfach nur noch in den Tod. Ja, neben ihm ist eine kleine King George aufgeploppt, deswegen. Aber allgemein so fortzufahren ist einfach nur in den Tod fahren. Aber wenn sie weiter so fährt, könnte meine Torps treffen. Noch getorbt. Ja, nicht ein Torpedo. Ja. Ja, egal, genau. Fahr mal bitte bis weiter vor, dass ich mal schießen kann. Weil Kick hat sich leider geopfert. Mhm. Ja, jetzt noch schießt mit HE und hat keine Tarnung drauf. Hm. Ich find's geil, dass alles vor mir und verschwindet, aber ich aufgedeckt bin. So echt die ganz geilste Sache, ne? Wie kann ein BB besseren Tarnwert haben als ich? Keine Ahnung. Da ist sie wieder weg. Perfekt. Wow.
Ich glaube, die Hipper. Kick. Warum 4K? Na, die Geisen haben dafür noch zu viel. Ey, ist ja klar! Der trifft die ganze Zeit im Nebel! Bam! Scheiß Kanone weggeschossen, Wichser! Sieh, jetzt mal ernst! So, Secondary weg! King George, bleib da stehen, du bist als nächstes dran. Wow. Wenn meiner Leander. Ich bin mit 200 Abstand erster bei mir im Team. 200? Ich bin der Einzige, der über 1000 ist. Auch nicht schlecht. Unsere Geisenau ist gestorben. 214.000 Credits gemacht. Super Team wieder, was wir hier haben, ne? So richtig schön die ganze Zeit am D-Campen. Aber wir gewinnen, verlieren. Von den Punkten schon allein her. Alter, dauernd müssen die Kreuzer spotten gehen. Nur Edinburgh hat Standard, also ohne Stock, 11,7 Kilometer Erkennbarkeit. Seltsam, ich müsste sie eigentlich sehen können. Weil ich glaube eher nicht, dass sein Kapitän schon auf 12 ist. Oder auf 10. Ja, ich habe den Zitat abbekommen. Also wenn er normal erspielt hat, dann ist er so oder so auf 10. Und sonst hat er Dunkirk drin, der ist ja auch auf 10. Ja. Er könnte maximal welche übersprungen haben. Alter Colorado, beweg deinen Arsch nach vorne, ja? Mal ganz ehrlich, der steht die ganze Zeit hinterm Felsen. Yes, Smoke! Hahaha! Ja, seit wann hat eine Geisen auch so eine gute Abfackelung? Ah, 44k am Ende. Ich hatte 23.000. Ey, ist doch nicht normal. Seit wann kann eine Geisen auch so oft abfackeln? 34%. Ist nicht viel, ne? Ohne Signale? Nicht unbedingt. Aber ist echt eine Scheiße geworden, das Spiel. Nur noch auf HE basierend, ne? Mhm. Naja, nächste Scheiße rein, ne? Das wäre auf dem T10 gefecht, auf dem richtigen... Oh, ich wollte gerade sagen, wie war die Fidschi? Nee, ich habe keine Fidschi. 12.000. Also ich muss mal wieder die dicken Geräte rausholen aus der Gartenlaube. Wo hab ich dich denn? Hat der einen Fünfer? Ja, also es könnte die letzte Runde sein. Ah, ich voll Idiot. Dann brauche ich nur die Credits. Ich habe auch nichts mehr unter der Stufe, ey. Ich will noch 4200 Erfahrung. Das könntest du in der Runde schaffen. Sagt ja keiner, dass es unmöglich ist. Ja. Und danach brauche ich dann die Credits. Na, ich müsste noch mal ein paar hohe Tierrunden fahren, um diese scheiß Auszeichnung da zu bekommen mit den Credits. Das kriegst du ja mit denen am schnellsten hin. Otago.
Ja, ich glaube, ich werde die mal wieder auspacken. Aber wenn ich das Spiel jetzt eigentlich mache, müsste ich ja damit auch das Abzeichen bekommen. Für die 50.000 Schaden, ja. 50.000 Schaden schaffe ich mit der locker, weil ich letztes Mal 60 geschafft habe mit der. Und da war ich die ganze Zeit von der scheiß Cleveland abgefackelt. Ich mag die Kombo nicht. Hat mir eine zu hohe Streuung. Geht eigentlich. Ey, wie Ich komm. schaffe damit nichts. Habe ich mit der eine bessere Präzision, ne? Als mit den Deutschen, ne? Aber nicht so gut wie von den USA. Obwohl die total beschissen sind. Ich müsste mal testen, ob ich mit den, also mit der Kongo, wenn ich das hier Ziel nicht verbessere, also weniger Streuung drauf tue, ob ich dann auch besser treffe. Kann es halt manchmal sein, dass das irgendwas ändert von den Zielen her, ne? Weil ich habe das Modul nie drin, ne? Mit dieser Streuung, nirgendwo. Und schaffe immer meinen guten Schaden. Ich hatte am Anfang bei der Bismarck und beim Friedrich drauf. Und seitdem ich das draußen habe, treffe ich mit beiden besser. Ja, ich schätze, wir wissen jetzt, warum Krado nie trifft, ne? Ja, das kann sein. Ich Dass habe meine immer Streuung das so gering ist. Secondary-Modul reingetan. Bestimmt hat Krado schon wieder dieses Zielen verbessern bei der Kurve ist reingetan, ne? Weil es so schön ist, wenn die Secondary schon ab 13 Kilometer einen abfackelt, ne? Ich meinte ab 11. 13 Kilometer wäre aber auch nice. Ich glaube, es kommt noch, weil die Deutschen sind irgendwie viel zu unterlegen. Guck dir das mal an. Du wirst so oft abgefackelt in letzter Zeit, ne? Dann hast Ja. du. Hey, wenn du hier hinkotzt, dann kannst du aufwischen. Furutaka, geh hinter diesem Scheißberg weg. Ja, oder der Berg soll weg. Ja. Ich frage mich überhaupt, ob das bei dir hinzukommt, wenn du oft genug auf den Berg schießt, dass er irgendwann weg ist. Alter, lieber Zitas fressen, glaube ich, wenn wir alle gleichzeitig feuern. Mal gucken, was ich jetzt mit HE mache. Das ist das gleiche wie gerade gestern und dreifach zieht. Und, Alter, Gott-like Durchschläger. Aber blind geschossen. Drei Penetrationen und 5000 Schaden. Ja, ich auch. Aber ich hab Keine blind drei Kitas. geschossen. Ey, wir müssen die doch jetzt eigentlich sehen, ne? Geil. Der Gegner Ja, hat okay. kein. Moment mal, warum ist er so weit hinten? Weil der kein Motor drin hat. Achso. Oh, er dreht sich. Dreht er sich gut? Vollidiot. Einlenken der Torpedos. Ey. Double Zeta! Ich glaube, er hat aber keinen abgefeuert. Weil er hat einen dummen Winkel gehabt. Er könnte aber schon sein, weil die hat noch einen Ich guten Winkel. weiß nicht. Ey, sieht der Rauch hier irgendwie animiert aus? Wie so ein Anime? Das Arpeggio. Ist mir noch nie aufgefallen. Torpedos haben auch einen anderen Teil, wenn Ja, die das auf dich weiß ich. drauftreffen. Aber ist mir niemals beim Feuer Rauch aufgefallen. Sieht da richtig geil aus. Und ich glaube, das haben die jetzt auch mit dem Patch reingetan, erst, dass es so aussieht. Hat aber was. Ne, Ich will die auch haben. Elisabeth. Ich hoffe, die machen das mal wieder, weil. Ich will die Das. auch haben. Ah, 2000 nur. Hast du 3000 abgefackelt? Schaden. 3000 Schaden abgefackelt und 7 mal Flugabwehr. Ja, ich glaube, ich mache auch mal HE gleich mit der nächsten Schelle. Weil ich bleib bei AP. Ist mir abgeprallt. Boah. Ich finde aber, die haben sehr starke Panzerung, die Schiffe von denen, ne? Die Duke frisst extrem viel, finde ich. Für dass die so eine hohe Panzerung auf diesen Stufen noch haben sollten. Hä? Ich habe gerade zwei normale Schläger, Durchschläger gemacht, ne? Aber kein Damage. Ich liebe das Spiel. Für diese Logik einfach. Warum hat er auf einmal gelöscht? Warum Oder hat er hat die Gegner? plötzlich. Wie er schießen können? Aber so schnell. Er will mich rammen. Doppelt abgefackelt und er hat gelöscht. Also ich mache gegen den gar keinen Damage. Also sie sind sehr stark gepanzert, muss ich sagen. Ja, ab der Queen dann. Nur die Duke frisst extrem viel. Und ihre Kanonen. Einfach mal von vorne in den Zita. Ist klar. Ja, das war witzig, als ich im Koop das machen wollte. Geht's nicht, ne? Habe ich Dunkirk gespielt.
Und dann ist da so eine North Carolina, eine KI, die hat mich einfach frontal penetriert. Also komplett Zitadelle. Tschüss! Bam! Nein! Hat viel Brände von mir auf sich. Nee, drei Brände von mir. Wie fühlt es sich an, unterlegen zu sein? Warum schießt meine Secondary nicht? Weil der Winkel zu scheiße ist. Ha! Brandstifter. Oh, ne Ohama. Ja, AFK. Oh mein Gott. Unser CW ist in die falsche Richtung gefahren. Wie sollen wir denen helfen? Für Dummheit. So, gut zu George, ja. Zita und abgefackelt. Das ist geil bei denen. Luis, hör auf, alles zu kratzen. Du kannst nicht auf den Subwoofer. Der klettert gerade echt auf den Subwoofer. Nein, Kiki, du bist nicht gemeint. Wie heißt du, Luis? Ja. Oh. Ey, ist die AFK? Ja, die ist AFK. Alter, gib her! Ich brauche ein paar Kills. 10.000 nur mit HE, 7 Treffer. Du willst jetzt nicht wissen, wie viel ich mit der Treffer gemacht habe, wie viele zieht das? Alle. Ich hab eine. Aber ich muss sagen, wie ist ein Streuungsding, was du so oft zieht das, oder? Hörst du das im Hintergrund? Nö, man hört nichts. Gut, er zerlegt gerade alles. Das ist der Nachteil, wenn die Hunde krank sind. Die Schütze zu drehen. Bitte lass mich die King George abpraller. Willst du mich verarschen? Wenn ich so schieße, ist es dauernd eine Sita. 3-8 auf die Frontal. Ich nehme New York. Mittlerweile finde ich HE geiler. Ja, HE haut so bei denen rein, Bab, der manchmal, ne? Ja, er will uns reporten. Ja, für Dummheit kann man uns auch nicht reporten. Nur am Anfang so, ich habe die auf AP Only gespielt, weil ich mit HE so gut wie keinen Schaden gemacht habe. Ja. 35 Treffer, 70.000 Schaden. Wie viel Schaden muss ich machen mit der, um dieses Abzeichen zu bekommen? 50.000. Wir haben nur noch 23. Ich lass dir mal die York. Ich habe gerade auf die King George geschossen. 6.000 schon mal. Irgendwie darf man japanische Schiffe nicht unterschätzen, die machen so ein Damage. Wenn sie treffen, machen die viel Schaden. Aber ich muss mit denen erstmal treffen. Ich habe jetzt 22 Treffer, 30.000. Und 2 Zitas. Ich komme mit denen irgendwie mittelmäßig klar. Ich habe jetzt einen Testserver, die Amagi. Oh, die ist ja richtig gut. Amagi fand ich auf dem Testserver auch relativ gut. Hat mir gefallen. Sie ist nicht so schlecht, wie Kado es gesagt hat, aber gegen eine Bismarck oder so unterlegen. Ja, wenn die Breitseite fährt. Aber wir reden jetzt mal, fährt sie geistesdurchschnittlicher, in Ordnung fahrender Mensch? Entschuldigung, Kick. War ein Scherz. Aber der hat sich so gut angeboten, ne? Kannst auch irgendwann mal zurückrechnen. Was hältst du denn da hinten ab, Kiki? Kick, hier ein Kill für dich. Er schießt auf mich, ich muss zurückschießen. Independence brennt noch. Ich glaube, die ist AFK von denen. Kick? Ja, der ist AFK. Das schaffst du noch mit dem Schiff, ja? Glaub mir, wenn ich es schaffe. Mir fehlt nicht mal viel! 17.000! Ja, die Independence ist da noch. Ja, ich sehe sie nicht! Wenn die nicht zu schnell abbrennt, dann. Da ist sie. Oh, 100.000 Schaden geknackt. Abpraller! Los, Kanon! Penetriert sie mit magischer Art und Weise. Ey, wenn ich jetzt meine Krake noch schaffe. Wie? Die Brände sind aus. Hä? Die fährt, oder? Er fährt. Ich hab die jetzt nicht getroffen. Ach so, dann ist sie jetzt vielleicht reingekommen, weil meine Brände haben auch aufgehört. Schieß nochmal in die Position. Der ist nicht mehr da. Ey, mir fehlen nur 3.000. Hilfe.
Das kann nicht sein. Ja, der ist doch. Lass mir den. Ich schieß auf den nicht mehr. Wenn ich auf den schießen würde, würde ich meinen zweiten Brandstifter bekommen. Ah, ich hab die Auszeichnung noch bekommen. Ja. Aber richtig knapp. Ich hab genau 5001. Boah. Ey, Kick, ich hätte fast Krake. Wenn ich jetzt noch die York bekommen würde, bist du am Arsch. Hier hinten auch noch. Das wäre meine erste, ey. Ach, du bist hinten am Kartenrand. Ja. Ich hab 7 Kraken. Ich hab 0. Außerdem zählt sie von diesem Testing mit. Aber auch so schön so. Ach, oh. Seit wann seid ihr umgekehrt? Ich gesagt. Ach so, ich hab's nicht bemerkt, ich war so auf den CW konzentriert und diese Abzeichnung. Weil ich will eigentlich diese Sammlung vollständig haben, ne? Ja, komm schon. Komm schon, York, oh. Sterbe, toll. Unser CW What war scheiße wie sonst. Ich fand den AFK-CW besser als unseren, ne? Mhm. Der war wirklich nicht so blöd, fuhr in die Gegner Wohl. Rein. Obwohl, unser hat einen DD rausgenommen. Als wir den die hatten. Ja, aber jetzt anders gesagt, ne? Wäre unserer nicht doof in die falsche Richtung gefahren, mit der Flotte zusammen eher, hätte es anders ausgesehen. Ja. Also da kann er uns nicht die Schuld geben. Alter, was ist mit der York? Die trifft man nicht, ne? Ich hab die getroffen, aber die fackelt mich am laufenden Band ab. Ach, die haben die York gepatcht, ne? Die macht mir Abfackelungsschaden. Die fackelt mich ab, 2 Brände, ich läche. 2 Brände, ne? Ach nee, das ist eine Schorsch. Oh. Nein, oder ich lief nicht. Ups. Alter, jetzt machen die uns nochmal am Ende. Ey, im Fucker, wo fällst du denn jetzt lang? Der Kartenrand ist jetzt, wo ich herkomme. Kick, bleib da stehen, ich komm zu dir. 118.000 Schaden. Ich komm mit. Geht. Müsstest du jetzt eigentlich die EP voll haben für die Queen? Wenn wir gewinnen, auf jeden Fall. Wenn nicht, machen wir noch eine Runde. Mir ist scheißegal. Ich habe genügend Freie bekommen durch meine schönen Kraftspray. Also, das müsst ihr erstmal nachmachen, ne? Irgendwas zieht auf mich. Entweder eine Kongo oder diese verfickte York. Aber die Cleveland da hinten hat mich weggeknallt. York, feuer mal für mich, bitte. Du kriegst auch ein Weihnachtsgeschenk. Bisschen AP in den Arsch. Muss uns nicht. Die schießen beide auf Kick. Fick dich doch, du. Ich drehe mich, Kick. Die York will sie nicht zeigen. Zeig nicht Breitsalbe. Sie steht gerade spitz und lenkt immer zum Schießen ein. So, Kongu, zeig, was du drauf hast. Ey, ich fand den Anime so geil, ne? Ich auch. Von den Kilometer aus? Also das ist doch mal eine Leistung, oder? Kick, ich wollte dir helfen. Die Schüsse waren fast schon in dem drin. Ey, Alter, wenn ich jetzt noch einen Kill hole, gib mir die Krake. Ja, die Schorsch. Oder die York. Oh, du scheiß Belfast! Ja! Ah! Ich muss nachladen! Ey, kommt schon! Sonst geht, heißt es manchmal, ja, wir geben dir Kraken, ne? Das ja, aber es ist doch ein bisschen scheiße. Da habe ich, also, ich stand bei dem auf 3 Kilometer und der hatte noch 2000 Leben. Oh, Kick ist tot. Ey, komm schon, immer so knapp vor Krake! Ich hätte ihn vernichten können, aber der hat nicht auf mich geschossen, also keine Gefahr. Ey, das ist doch nicht mehr normal, oder? Der stand am Ende dann sogar noch unter mir. Ey, einmal Krake, dann nimmt mir die Belfast die Kill weg, ne?
Die hole ich mir. Fick dich, Cleveland, wenn das Abpraller wären. Oh, ich versuche jemanden zu rammen. So. Ich habe sie nicht getroffen, ey. Wir haben gleich gewonnen. Wenn noch ein Kill fällt, haben wir gewonnen. Cleveland! Oder wenn ich keiner stirbt. Einer. Boah, jetzt bitte so richtig schön zerschnittener Schlag, ne? Ich glaub's nicht! Ich hätte... Ich war geil, auch immer wieder mit Krake.